meine Lieben. Heute gibt es ein weiteres Challenge-Video von mir für euch. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Ich habe im vergangenen Jahr ja einmal gedreht 12 Books in 12 Months und habe jetzt im Dezember rückwirkend geschaut, habe ich diese 12 Bücher tatsächlich auch gelesen. Und es hat ganz gut geklappt bei mir im letzten Jahr. Und ich wollte mir wieder 12 Subbücher vornehmen für 2021 in der Hoffnung, dass ich die jetzt endlich mal von meinem Sub befreie. Und ich habe das ein oder andere Buch da schon länger drauf liegen. Das ein oder andere Buch ist ausgeliehen, sollte also demnächst mal seinen Besitzer zurückgegeben werden. Und andere habe ich in Leserunden eingeplant. Und deswegen habe ich gedacht, 12 Bücher in 12 Monaten, das müsste doch zu schaffen sein. Wir fangen jetzt einfach mal an mit einem Buch, was ich auch noch rezensieren möchte. Und weil ich auch unheimlich Lust drauf habe, das ist Heartland oder Heartland von Benedict Wells, das jetzt im Februar erscheint. Das möchte ich sehr gerne lesen und schauen, ob es mich genauso abholen kann wie vom Ende der Einsamkeit. Es geht hier eigentlich um einen Coming-of-Age-Roman. Und zwar sind wir 1985 in Missouri und begleiten den 15-jährigen Sam, der, um vor den Problemen von zu Hause so ein bisschen zu fliehen, einen Ferienjob in einem alten Kino annimmt. Einen magischen Sommer lang ist alles für ihn auf den Kopf gestellt. Er findet Freunde, verliebt sich und entdeckt auch die Geheimnisse seiner Heimatstadt. Er ist zum ersten Mal kein unscheinbares Licht mehr, kein Außenseiter mehr, sondern mittendrin in der Gesellschaft. Und dann zwingt ihn irgendwas, ganz plötzlich erwachsen zu werden. Ich finde, das klingt toll. Ich bin auf Sams Geschichte gespannt und freue mich auf Heartland, das ganz bald auch hier auf meiner Leseliste liegen zu haben. Dann habe ich mir noch ein weiteres Rezensionsexemplar, das ist aber dann auch das letzte, vorgenommen, das ich jetzt im Januar auch schon lesen möchte. Und zwar von Diane Setterfield, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Diane, Was der Fluss erzählt. Das ist bei Blessing erschienen und habe ich beim Bloggerportal angefragt und auch bekommen. Und ich finde, das klingt so toll nach einer märchenhaften, winterlichen Geschichte Englands mit seinen Mythen und Sagen. Ich freue mich da riesig drauf. Und wie ihr seht, halte ich hier nur den Schutzumschlag in der Hand. Das habe ich nämlich gestern begonnen auch zu lesen. Es ist also eine Nacht in England vor über 100 Jahren, eine stürmische Winternacht und wir sind in einem Gasthaus an der Themse, das The Swan heißt. Und plötzlich schmeißt die Tür sich auf, der Wind heult und rauscht herein und ein großer, stämmiger Mann betritt dieses Wirtshaus, völlig entstellt im Gesicht, blutend, verletzt und er trägt ein kleines Mädchen auf dem Arm, das allem Anschein nach schon tot ist. Und er bricht zusammen in diesem Gasthaus und die Gäste und auch die Wirtin versuchen, ihn zu retten und rufen auch die Krankenschwester, die nahe bei wohnt, dazu, die ihn dann versorgt. Und dann wird eben klar, das kleine Mädchen hat das nicht überlebt. Sie sind eiskalt gefroren, wahrscheinlich im Fluss gelandet irgendwie. Und Krankenschwester kann für das kleine Mädchen nichts mehr tun. Kurz darauf wird aber klar, das Mädchen lebt. Obwohl es komplett alle Anzeichen hatte, tot zu sein, ist es auf einmal wieder am Atmen. Es hat kein Bewusstsein, aber es atmet. Und was die Geschichte hier dann, wie sie weitergeht und was der Fluss uns halt erzählen möchte, das alles werden wir in diesem Buch erfahren, hoffe ich. Ist das Ganze ein Wunder? Ist es ein billiger Trick? Wer ist dieses Kind und welche Rolle spielt der Fluss, also die Themse, in dieser Geschichte? Ich bin gespannt auf englische Mythen von vor über 100 Jahren. Das war auf jeden Fall gestern vom ersten Eindruck schon mal ein tolles Buch. Und ich bin gespannt, das wird auf jeden Fall jetzt auch direkt weitergelesen. Ein Buch, was ich ausgeliehen habe und dementsprechend auch bald lesen möchte, um es wieder zurückzugeben, ist von Kaigo Higashino, Verdächtige Geliebte. Ein Krimi-Thriller aus dem asiatischen Raum und ich wollte den Autor einfach gerne mal für mich entdecken, denn das klingt so spannend. Er hat so viele tolle Bücher, die monatelang auf den Bestsellerlisten stehen und ich habe noch nicht eins von ihm gelesen. Und wollte jetzt mit Verdächtige Geliebte den Anfang machen. Hier geht es eben nur um ein perfektes Alibi. Wir wissen also ganz am Anfang schon, wer die Mörderin ist. Und zwar
hat Yasuko ihren gewalttätigen Ex-Mann umgebracht. Das ist klar. Und ihr bietet ihr verliebter Nachbar Ishigami an, ihr ein Alibi zu verschaffen. Womit das Mathe-Genie allerdings nicht rechnet, ist der ebenso brillante Gegenspieler, den die Polizei auf ihn angesetzt hat. Ishigami, der Mathelehrer, gegen Dr. Yukawa, den Physiker. Ein fesselnder Wettkampf zweier Superhirne beginnt. Ja, schauen wir mal, was Keiko Higashino so kann. Ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, dass das ein Autor ist, der großartige Krimis, brillante Krimis vor allem schreiben kann. Ich mag das sehr, wenn am Schluss sich die Fäden so verweben und man ein großes, ganzes Bild hat. Und es klingt gut zu schauen, welche psychologischen Hintergründe hinter dieser Tat vielleicht stecken, aber eben auch, wie diese beiden Superhirne hier gegeneinander arbeiten. Das könnte auf jeden Fall ein Krimi-Highlight für 2021 werden. Als nächstes habe ich eine irische Familiengeschichte rausgesucht von Graham Norton. Das Buch, hoffe ich sehr, entführt mich ein bisschen literarisch in ein anderes Land. Denn ich habe irgendwie große Lust, irgendwann mal nach Irland zu reisen. England, Irland, Schottland, das interessiert mich alles so sehr. Und ich hoffe einfach, dass wir hier mit einer irischen Familiengeschichte so ein bisschen Urlaubsfeeling bekommen. Graham Norton ist als Schauspieler und Comedian bekannt in England. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ich habe von ihm auch schon Ein irischer Dorfpolizist gelesen und mochte das. Und jetzt habe ich hier die irische Familiengeschichte noch auf dem Sub. Und es geht hier um Elizabeth Keen, die nach ganz vielen Jahren aus New York in ihre irische Heimat zurückkehrt, weil die Mutter gestorben ist. Sie soll den Haushalt auflösen. Sie kommt nicht gerne wieder zurück nach Irland, denn in diesem Örtchen herrscht für sie immer noch diese erstickende Enge, vor der sie damals geflohen ist. Auch ihre Mutter hatte als junge Frau den Ausbruch gesucht mit einem Mann, den niemand je zu Gesicht bekam. Und Monate später war sie ohne Ehemann zurück mit einem Säugling im Arm. Wer der Vater war, hat Elizabeth also nie erfahren. Dann findet sie unter den Hinterlassenschaften der Mama ein Bündel Briefe und sie macht sich auf die Suche nach ihrem Vater. Und es geht an die keltische See. Ich finde das Cover schon sehr irisch, sehr ansprechend. Es klingt nach einer Familiengeschichte, die nicht kitschig erzählt ist, hoffe ich. Und darum habe ich große Lust auf dieses Buch für das neue Jahr. Das nächste Buch ist für eine Leserunde eingeplant und darum freue ich mich da natürlich auch schon wieder drauf. Gemeinsam mit Ruth und Eva von Herz auf der Zunge lesen wir Die verborgenen Stimmen der Bücher von Bridget Collins. Ein Buch, was ich auch optisch total schön finde. Und hier geht es um Bücher, das ist immer cool in Büchern. Und zwar haben wir Emmett, der ist ein junger Mann und der geht bei einer Buchbinderin in die Lehre, obwohl Bücher in seiner Welt eigentlich keine große Rolle mehr spielen und eher geächtet sind. Hier lernt Emmett die Macht von Geschichten kennen und er hat eine besondere Gabe. Er kann, wie auch seine Lehrmeisterin, Menschen ihre dunklen Erinnerungen nehmen. Ja, was ist mit seiner eigenen Geschichte? Emmett muss erkennen, dass er selbst in ein Geheimnis eingebunden ist, in eine Geschichte voll Liebe und Leid. Und das ist halt ein Buch über Bücher und ich freue mich drauf, Emmett und diese Buchbinderin kennenzulernen und die Geschichte dahinter, was es mit dieser Gabe auf sich hat. Das ist fest eingeplant als Leserunde fürs nächste Jahr und darum freue ich mich auf die verborgenen Stimmen der Bücher. Weiter geht's mit Miroloy von Karin Köhler. Das Buch habe ich irgendwann mal, glaube ich, bei Tauschticket oder sowas ertauscht oder bei Rebuy bestellt. Ich weiß es nicht mehr genau. Das hat mich sehr angesprochen, weil die Thematik hier drin irgendwie sehr besonders klingt. Und zwar geht es in ein Dorf, das heißt das schöne Dorf. Und dort haben die Männer das Sagen und die Frauen gar nicht. Die dürfen nicht lesen lernen, die dürfen nicht arbeiten, die haben noch nicht mal einen Namen. So viel wert ist den Menschen das Weibliche. Und in diesem Ort stellt sich wohl eine Außenseiterin gegen alle Regeln. Sie lernt nämlich heimlich lesen und sie
hat Freundschaften und schließt Allianzen, verliebt sich und bekommt endlich einen Namen. Ja, es ist halt ein gesellschaftskritischer Roman, ein feministischer Roman, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und ja, ein Roman, in dem jedes Detail brennen und leuchten soll. Ich finde es auf jeden Fall ein optisch sehr schönes Buch und ich habe sehr viele gute Kritiken über Miroloy gehört. Bin auf die Geschichte sehr gespannt, ob sie mir gefallen wird. Sprachlich soll es auch sehr gut sein. Ja, schauen wir mal. Also falls ihr es schon gelesen habt, dann schreibt mir mal gerne, wie es euch gefallen hat. Das ist so ein Buch, wo ich noch gar nicht so richtig ein Bild von dieser Geschichte habe, die mir hier erzählt werden wird. Dann möchte ich gerne noch ein Buch lesen, was ich auf dem Sub habe von Carlos Ruiz Zafón. Ich habe von ihm ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen mehr gelesen, aber das Spiel des Engels fehlt mir noch. Das ist, glaube ich, der zweite Band, wenn man es denn so nennen möchte, nach Der Schatten des Windes. Wobei man, glaube ich, die Bücher auch unabhängig alle voneinander lesen kann, wenn ich mich da nicht täusche. Hier geht es auf jeden Fall wieder nach Barcelona und es geht um die turbulenten Jahre vor dem Spanischen Bürgerkrieg. Es geht um den jungen Autor David Martin, der fristet sein Leben als Autor von Schauerromanen, als er einen mit dem Zeichen eines Engels versiegelten Brief erhält. Und ein sehr mysteriöser Verleger macht ihm ein unwiderstehliches Angebot. Ich bin einfach gespannt auf diese Geschichte, weil Carlos Ruiz Zafón so intensiv und so atmosphärisch dicht schreiben kann. Ich freue mich total, wieder in dieses Barcelona von Zafón einzutauchen. Es ist ein ziemlicher Klopper, deswegen habe ich mich bis dato da noch nicht rangewagt. Aber jetzt ein neues Jahr, ein neues Glück. Ich möchte auf jeden Fall wieder mehr von ihm lesen. Leider ist er ja letztes Jahr verstorben, aber er hat noch viele für mich unentdeckte Schätze geschrieben und das Spiel des Engels soll das nächste sein, was ich von ihm lese. Dann haben wir ein Fantasy-Buch, was ich in zwei Bänden auch hier bei mir habe und ich habe jetzt Band 1 mal mitgebracht, Band 2 steht noch im Subregal. Die beide zähle ich jetzt auch als zwei Bücher, denn es ist ja so, dass das Buch im englischen Original ein Buch ist, in Deutschland in zwei Bücher aufgeteilt wurde. Von Lainey Taylor, Strange the Dreamer, Der Junge, der träumte, ist hier Buch 1. Und so sieht dann der zweite Band aus. Strange the Dreamer, ein Traum von Liebe. Ja, das sind dann die beiden, die im englischen Original ein Buch sind. Und es geht in eine ganz andere Welt. Eine Fantasy-Welt, die sehr besonders sein soll. Ich freue mich drauf, denn es sind wohl Wesen und Figuren hier mit eingearbeitet, die ja ganz neu sein sollen in der Fantasy-Welt. Ich bin total gespannt drauf. Wir lernen hier auf jeden Fall Laszlo Strange kennen, einen kleinen Jungen am Anfang der Geschichte. Und er wird, als er größer wird, Bibliothekar und hat die Gabe, Geschichten zu erzählen und träumt auch sehr, sehr viele Geschichten. Und eine große Leidenschaft hat er und sucht in der Bibliothek, in uralten Schriften nach Hinweisen über eine mysteriöse Stadt, wo 200 Jahre lang niemand mehr einen Bewohner von gesehen hat, die hinter einer Wüste liegen soll, die lebensgefährlich ist zu durchqueren. Und diese Stadt nennt sich Weep. Und Laszlo saugt förmlich jede Information, die er finden kann von vor über 200 Jahren über diese Stadt auf. Er möchte die alten Mythen und Sagen aus Weep archivieren und schreibt sie für sich selber auf und ist total besessen und fasziniert von dieser untergegangenen, verloren gegangenen Stadt. Und eines Tages bekommt er die große Chance seines Lebens und macht sich auf eine Reise auf mit einer sogenannten, wie so eine Karawane stelle ich mir das vor, zu dieser Stadt Weep hin. Und das ist so der Auftakt dieser Fantasy-Reihe. Ich bin total gespannt auf Laszlo, auf seine Träume, auf diese Stadt, ob die noch existiert, ob sie noch da ist und so weiter. Freue mich auf eine neue Art von Fantasy, die sehr vielen sehr gut gefallen hat. Es hat tolle Bewertungen auch, dieses Buch. Und bin gespannt, ob mir hier eine neue Lieblings-Fantasy-Reihe begegnet mit Strange the Dreamer.
Das nächste Buch, was ich mir vorgenommen habe, ist eins, als ich es bekommen habe, wollte ich sofort lesen und habe es dann wieder irgendwie auf der Leseliste nach hinten rutschen lassen, warum auch immer, von Jessica Andrews und jetzt bin ich hier. Ein Buch, wo es auch darum geht, dass eine junge Frau sich frei schwimmt. Und zwar geht es um Lucy. Die hat die Nase voll vom engen Leben der Kleinstadt. Sie bekommt einen Studienplatz in London und freut sich riesig, dass sie aus dieser Enge der Kleinstadt herauskommt und in die große, weite Welt für sie gehen kann, um zu studieren. Ihre Eltern leben auch getrennt und haben da jeweils so die Eskapaden. Und ja, Lucy möchte einfach ausbrechen. Und das neue Leben in dieser Metropole London stellt Lucy vor ungeahnte Herausforderungen. Als alles da zu eskalieren droht, packt sie die Gelegenheit beim Schopf und zieht in ein altes Familiencottage in Irland. Ja, wieder Irland. Ich freue mich so darauf, Lucy zu begleiten in diesem Erwachsenwerden, sich freischwimmen, den eigenen Platz in der Gesellschaft zu suchen. Ja, zu gucken, wo möchte ich mit meinem eigenen Leben eigentlich hin? Und das dann noch in diesem Setting in Irland, in einem alten Cottage. Ich freue mich so darauf. Es soll ein schillernder, sinnlicher und herzergreifend ehrlicher Roman über eine junge Frau sein, die in einer Welt voller Widersprüche ihren Weg geht. Ja, ich habe es ja vorhin bei der irischen Familiengeschichte schon gesagt. Ich liebe dieses Land. Ich möchte da unbedingt mal hin. Und hier kann ich dann zumindest in einem zweiten Buch literarisch nochmal nach Irland reisen, 2021. Ein Buch, was schon sehr lange auf meiner Beobachtungsliste steht. Und das habe ich jetzt letztes Jahr als Büchergilde-Ausgabe gekauft. Und ich habe großen, großen Respekt vor diesem Buch. Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Ich schleiche da schon so lange drumherum und ich möchte es eigentlich schon so lange lesen. Aber ich habe großen Respekt vor der Geschichte, weil es sehr tiefe menschliche Abgründe zeigen soll. Ein Buch, wo es auch um Misshandlungen geht und so. Und auch um vier Freunde. Ich denke, dass ganz, ganz viele von euch Booktube-Zuschauern dieses Buch kennen, zumindest von Lesemonaten anderer Booktuber, denn es hat einen ziemlichen Hype erfahren oder es selbst gelesen haben. Ich habe es immer noch vor mir und ich habe jetzt einfach mir gesagt, ich traue mich an die Geschichte ran. Ich möchte es jetzt auch wissen, ob ich das aushalte zu lesen. Es geht um Jude St. Francis und was ihm an Grausamkeiten wohl widerfahren ist und um seine Freunde. Mehr weiß ich von dem Buch nicht. Ich weiß nur, dass es sehr furchtbar sein muss, was ihm widerfahren ist in der Vergangenheit. Und ich traue mich jetzt aber ran. Ich will im neuen Jahr diese Geschichte jetzt endlich auch lesen, um mitreden zu können, um mir mein eigenes Bild darüber zu machen. Und ich glaube, dass es eine sehr lesenswerte Lektüre ist, aber auch eine sehr harte Kost. Und das ist so ein bisschen das Buch auf der Liste, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht. Aber ich will es jetzt einfach versuchen, weil es auch für viele als Lebenslese-Highlight gilt. Und ich bin total gespannt drauf, ob das das für mich auch sein wird. Also falls ihr es auch gelesen habt, schreibt mir doch sehr gerne mal, wie es euch mit diesem Buch ergangen ist. Das letzte Buch, was ich euch zeige, ist dieses hier. Ein Buch für den Sommer. 2 Wochen im Juni von Anne Müller habe ich des Covers wegen gekauft. Ich finde es einfach total schön, ansprechend, sommerlich, blau, gelb, Vögelchen drauf. Es war irgendwie so ein, ja, kein Coverkauf, aber ein, ich nehme es in die Hand wegen seines Covers. Und als ich dann den Klappentext gelesen habe, habe ich es dann auch gerne lesen wollen. Und zwar geht es um Ada, die ihr Elternhaus mit dem herrlichen Bauerngarten, von dem aus man das Meer glitzern sehen kann, sehr liebt. Es spielt hier an der Ostsee. Aber ohne ihre Mama ist das Haus und auch dieses Örtchen nicht mehr das, was es immer war. Und gemeinsam mit ihrer Schwester räumt Ada das Haus mitsamt dem Bootschuppen aus. Und längst vergessene Erinnerungen kommen wieder hoch. Und die juniblauen Tage an der Ostsee werden zu einer Reise in die Vergangenheit und zeigen zugleich beiden Schwestern auch neue Wege auf. Ich freue mich auf einen Roman über Schwestern, einen Familienroman und ich freue mich vor allem auch auf die Ostsee und das werde ich natürlich im Juni lesen.
Ja, und das waren sie, meine 12 Bücher für 12 Monate. Ich freue mich auf die Bücher, bin zum Teil mit großem Respekt gehe ich an diese Bücher. Ich erhoffe mir ein bisschen Urlaubsstimmung von dem einen oder anderen Buch. Ich bin auf alle sehr gespannt und freue mich auf das neue Lesejahr. Ihr könnt mir ja sehr gerne mal sagen, was eure Lesevorhaben für die nächsten Monate sind. Habt ihr euch auch diese Challenge vorgenommen? Oder wollt ihr einfach ganz frei entscheiden, wann ihr welches Buch lest? Ich finde immer, so ein Jahr ist ein langer Zeitraum und irgendwann passt auch die Stimmung zu jedem dieser Bücher, die ich mir vorgenommen habe. Da gehe ich ganz fest von aus und hoffe sehr, dass ich diese Bücher fleißig abarbeiten kann. Ich habe aber große Lust auf jedes einzelne, von daher wird das eine schöne Challenge, denke ich, und keine herausfordernde in diesem Sinne. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen, wie immer, meine Lieben. Schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe sehr, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und frohes Lesen. Tschüss!